Gegen ca. 18 Uhr fuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer von Kaisheim kommend in Richtung Donauwörth. In einer Linkskurve, kurz vor dem Schöttlehof, verlor er die Kontrolle über sein Pkw-Gespann und kam ins Schleudern. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich samt Anhänger in einem angrenzenden Feld. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf stolze 40.000 Euro, da sich auf dem Anhänger ein neuwertiger Audi befunden hat. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr aus Berg vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern.